Aspern ist Lebensraum. Das heißt, dieses sowohl als auch, dass das der Herr Zellmann schon angeführt hat, das ist genau das Thema in Aspern. Bei der Podiumsdiskussion am Real Vienna Stand der Seestadt Aspern ging es darum, die Frage zu beantworten, was es braucht, damit der neue Stadtteil im Nordosten Wiens eine ausgewogene Work-Leisure-Balance bieten kann und wer gefordert ist, die Grundlagen für eine solche Balance anzubieten. Es geht in Zukunft um das sowohl als auch. Die Rückgewinnung von Zeit als Zeit zum Leben wird ganz entscheidend werden. Und wo verbringen wir denn die meiste unserer Lebenszeit? In der Wohnung und im direkten Wohnumfeld. Und damit das nun ein sowohl als auch werden kann, brauchen wir Stadtteile, in denen Menschen leben, nicht entweder arbeiten oder wohnen, nicht entweder nur Freizeit haben, aber zur Arbeit weit weg müssen, sondern wohnen, arbeiten, leben, Weiterbildung, Ausbildung, all das in einem überschaubaren, mobilen, aber nicht verkehrsabhängigen Rahmen. Wenn das eine Stadtteil oder ein Stadtteil der Zukunft bieten kann, dann ist er am richtigen Weg. Ich will kurz darauf eingehen, warum ich skeptisch bin, warum in Wien oder in Österreich Work-Life-Balance in den nächsten 20 Jahren überhaupt erfolgreich ist. Es sei denn, wir werden dazu gezwungen. Das Erste ist, es gibt kaum ein Land in Westeuropa, das nach wie vor so traditionelle Geschlechterrollen hat. Das Zweite ist Diskriminierung im Arbeitsmarkt. Nach Lettland hat Österreich die höchste Diskriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt innerhalb der EU. Und das Dritte ist, es gibt noch nicht mal eine Hochschule Sabbaticals, wie in anderen Ländern auch. Das heißt, wir haben keine Karrierevorstellung, dass man nach aussteigen kann, sich neu aufladen kann. Und das sind Rahmenbedingungen, die haben erstmal mit Aspern nichts zu tun. Und wenn man dann baulich darauf reagiert oder städtebaulich oder funktionale Mischung, dann sind das gute Angebote. Es ist die Frage, ob das andere nicht stärker ist. Ich denke schon, dass eine Stadtentwicklung wirklich einen Beitrag auch dazu leisten muss, die Work-Life-Balance für den Einzelnen einfach den Rahmen zu gestalten, um die Balance größer machen zu können. Es heißt nicht, dass jetzt eine Stadtentwicklung alle gesellschaftlichen Probleme lösen kann, das ist schon klar, aber sie kann ihren Beitrag dazu leisten, indem sie für nachhaltige Mobilität sorgt, indem sie nachhaltiges Bauen fördert, indem sie Partizipation und Kommunikation fördert und indem sie auch das Karriere und Familie durchaus auch thematisiert und hier die Rahmenbedingungen, die eben im Rahmen einer Stadtentwicklung gemacht werden können, wie zum Beispiel Bildungseinrichtungen, wie zum Beispiel Einrichtungen für Kinder auch setzt. Und insofern muss ich auch schon eigentlich diesen neuen Stadtteil Aspern und auch ein bisschen der Stadt Wien schon ein Kompliment machen. Ich finde schon zumindest sehr positiv, dass ein Thema wie Work-Life-Balance überhaupt ein Thema ist, das vorkommt. Und würden die Zuseher der Diskussion selbst auch in der Seestadt Aspern leben wollen? Es wird darum gehen, wie die ersten Projekte sich positionieren. Welches Milieu, welche Klientel, welche Architektursprache, welche Atmosphäre da dann tatsächlich entsteht. Und das wird man, und soweit ist Städtebauer natürlich brutal, an den ersten drei Projekten ablesen und dann wird man sagen, okay, das kann ich mir vorstellen. Das ist, kommt für mich zu spät, leider. Also man muss das auch als Entwicklung sehen für heute 20, 25-Jährige, mutige 45-Jährige, die aber mindestens 10, 15 Jahre selbst vorausdenken können müssen. Das können die wenigsten Menschen.